Hi Leute, Jago hier mit einem weiteren Tutorial-Video zu Elden Ring, dieses Mal mit den wandernden Mausoleen und wie ihr sie zu Fall bringt, beziehungsweise was ihr damit überhaupt machen könnt. So ein wanderndes Mausoleum zu Fall zu bringen ist normalerweise sehr einfach, denn an ihren Beinen befinden sich im Normalfall einige weiß-schwarz leuchtende Knospen, nenne ich sie mal, und die müsst ihr einfach alle wegschlagen. Und dann setzt sich das wandernde Mausoleum automatisch hin. Jetzt befindet sich allerdings im Land Lyonia ein Mausoleum, das an den Beinen keine schwarz-weißen Knospen hat. Dieses findet ihr nordöstlich der großen Bibliothek bzw. der Akademie von Raya Lucaria. Und zwar hier direkt neben dem Kristalltunnel von Raya Lucaria und zwischen dem Osttor von Raya Lucaria. Denn hier in dieser Wassernische wandert es umher. Und um daran zu kommen, müsst ihr tatsächlich auf das Mausoleum draufspringen. Wir gehen also davon aus, dass ihr von der Südwestseite kommt, wenn ihr nach Nordosten wollt, und ihr seht schon das Mausoleum herumwandern. Außerdem seht ihr mehrere von diesen Rittern. Das Mausoleum wandert hier normalerweise etwas von der Klippe entfernt herum und ihr wollt das Mausoleum natürlich an der Klippe haben, um von der Klippe auf das Mausoleum springen zu können. Das passiert entweder, indem ihr lange genug wartet, dann wandert das Mausoleum irgendwann nach da hinten in die Ecke, oder ihr fangt an, die kopflosen Ritter des Mausoleums hier umzubringen, dann flüchtet das Mausoleum vor euch. Wenn das Mausoleum dann langsam in Richtung Klippen geht, dann geht einfach links von dem Mausoleum diesen Windstrom nach oben und folgt dem Pfad, bis ihr hier zu diesen Grabsteinen kommt, die aus der Wand ragen. Und von dort könnt ihr euch dann langsam nach unten begeben und dann mit eurem Pferd rüberspringen mit einem Doppelsprung. Das heißt, wir springen einmal hier runter. Und das könnte sogar schon eventuell reichen, aber vielleicht sterbe ich dann doch vom Fallschaden. Wir machen mal auf Nummer sicher, gehen hier ein paar Grabsteine nach unten und beschwören unser Pferd hier. Und springen dann mit einem Doppelsprung hier rüber auf das Mausoleum. Steigen ab, damit wir bessere Kontrolle über unseren Charakter haben. Essen vielleicht nochmal eine Baumwolle, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir nicht an Fallschaden sterben. Und springen dann auf das Grünzeug beim Mausoleum. Und sehen dann hier die schwarz-weißen Pusteln, die wir jetzt wegschlagen können. Haben wir alle davon weggeschlagen, setzt sich die Festung automatisch hin. Wenn ihr das Mausoleum zu Fall gebracht habt, dann könnt ihr die Tür öffnen und in der Mitte des Raumes den Sarg anklicken. An diesem Sarg habt ihr die Möglichkeit, das Echo eines der großen Bosse noch einmal zu duplizieren. Das heißt, ich könnte jetzt hier das Echo des Verpflanzten noch einmal duplizieren, um die Möglichkeit zu haben, entweder die beiden Waffen oder Zauberarten des Bosses nochmal zu bekommen, oder ich kann das Echo benutzen, um 20.000 Seelen zu erhalten. Und wenn ich das Echo vorher dupliziere, kann ich das natürlich mehrmals machen. Ich hoffe, das Video war euch eine Hilfe. Wenn es euch geholfen hat, dann würde ich mich über einen Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.